eine kleine Werkstatt mit Wasser, nicht hängen, Schmiedetisch, Armbrust, Ofen und ein Werkbank. Keiner ist von da, mich rausbedienen und kann dann da perfekt arbeiten. So, 3, 4 wieder lieber. 1, 2, 3, 4. Gut. Was nun jetzt in der Aufnahme-Session zu machen, ist einfach, ich muss ein bisschen weiterarbeiten. Und wir nochmal fertig werden. Dann kommt da nicht rechts und links, ich weiß. So, kleines Lager rein. Jetzt mal schauen. 2, 3. 1, 2, 3. So, jetzt ist es gleich dunkel hier. Glück. So. Der ganze Boden darf jetzt hier auch gleich raus. Dann stärkt ganz schnell. Ja, es ist sehr interessant, muss ich sagen, wie das abbauen. Das ist, wenn ihr seht, wie ich hier die Axt, die Beilaxt, die Spitzhacke hier schwinge, das ist wahre Meisterkunst. Das könnte ich mir viele so. Das hat man früher so gelernt, mein Vater hat es mir damals beigebracht. Damit man die in den Takt zur Melodie schwingen muss, damit man besonders effektiv und schnell abbaut. Das könnt ihr gerne mal wissen, macht euch nichts draus. Das war damals so, das hat mal zu meiner Zeit mir auch beigebracht. Ich bin schließlich jetzt auch schon so um die 200 hier rum. Hat mich gut gehalten. Und macht das schon dann mein ganzes Leben lang. Eisen. So. Da. Ich glaube, die wird es nicht mehr lange machen. Muss ich. Ach, genau, aus meiner schmale Ziele. Damit es zerbricht, das muss es sein, das zeigt, wenn man hart arbeitet. Aber wenn nichts zu, da geht nichts kaputt. So sieht's aus. Ach, wenn ich den schwarzen Glauben oder wäre gut. Kann das jetzt so? Vom Hand der Erlaubungssache. Würde ich so sagen. So ist es. So bleibt's. Ich beneide die, die das so sagen können. Ich bin nicht dir. Zwei Mal gehört die dafür haben. 3, 1, 2. Mal gucken, was auch mal die ganzen Bohren raus. Wuppdiwupp. Ich merke schon, wir werden hier noch eine Weile lang graben dürfen. Tut mir leid. Ja, ich nicht. Auch wenn das jetzt ein bisschen oft ist, dann sieht das irgendwo befindet. Und die Schokolade. Das füllen wir natürlich damit alles aus mit irgendwelchen Erde. Zum Beispiel. Sehr viel Erde. Sehr viel Erde. Huch, wie viel ist denn das? Ich weiß nicht, damit er in einer Höhle ist.
Ja, gut. Schauen wir uns nicht ausgeleuchtet ist, wenn er so macht. Wie ist denn das? So. So, den Arm auf. Und wir das auch noch für den Weg gut finden. So. Gut, das ist nicht, aber ich finde es schade, nicht da irgendwas Wasser dran. Wenn wir mal später noch etwas Größeres bauen, dann muss ich ein bisschen können mit haben. Vor allem habe ich vorher, also eine Burg zu bauen, das war so ein Schlüssel im Team. Und wenn man da natürlich dann Bonus aus kann, macht das natürlich, glaube ich, schon genial aus. Ich komme gleich wieder, ich hole mir schon Erde. Entschuldigung, so wie bei armen Leuten, die keine Erde haben. Nein. Ist eine Erdreich. Erdreich. So, dann das zu lasten. Weil ich brauche das nicht, damit da jetzt dann überall zu spawnen. Weil die spawnen dann da überall. Ich brauche jetzt eigentlich auch keinen Hohlraum. Boah, haben wir da so viel raus? Gut. Nur zwei Sticks. Ja, die lang. Erde an dem Loch auf. Halt. 50 Stick. Ja. Aber jetzt sollen wir nicht den Ausbauen. Ausbauen. Ausgang versperren. Keine Sorge, Leute, wir kriegen unsere Erde wieder.